Wir brauchen deinen klaren Verstand. Wir brauchen auch deine Heiterkeiten, die darfst du üben, wie eine Sprache. Und es geht. Lykagos, der König von Thrakien, lehnte Dionysos, dem Gott des Hedonismus und des Weines und der Feierei, und seinen Kult mit dem Wein vehement ab. Er verbot den Kult und verfolgte die Anhänger sogar von dem Gott Dionysos. Die Rache daraufhin von einem Gott, wie Dionysos war, er hat ihn in den Wahnsinn getrieben, offensichtlich mit Alkoholkonsum, der ihn in einen Rauschzustand versetzte, indem er nicht mehr Herr seiner eigenen Sinne war. Die tragische Thematik dahinter ist folgende. Im Wahn griff dann Lykagos seine eigene Familie an, da er sie irrtümlich als für Weinreben hielt, also das Symbol von Dionysos. Und in einigen Versionen der Überlieferung hier griff er sogar seinen eigenen Sohn an und tötete ihn, weil er einfach nur eine Rankenpflanze in seinen Händen hielt. Nachdem er aus seinem Rausch erwachte und erkannte, was er getan hatte, war Lykagos von tiefer Trauer und Reue erfüllt. In einigen Versionen der Geschichte endet er sein Leben selbst, in anderen wird er von den Göttern bestraft. Es ist gefährlich, in einen Rausch zu fallen. Und wenn du weißt, dass es eine Option ist, ist die Frage, warum entscheidest du dich trotzdem tagtäglich dafür? Heute geht es um das Thema der Konsum von Dingen, die dich benebeln. Ich werde heute als Wort dafür das Wort Alkohol verwenden. Und ich bin ein Riesenfan der griechischen Mythologie, weil sie ein Ebenbild ist von unserem Verhalten. Die Götter waren keine erhabenen Kreaturen. Sie waren das Sinnbild unserer Beweggründe unserer Handlungen. In einer Sache muss ich sagen, bin ich ein wenig großer Fan. Und zwar, es war der hedonistische Anteil von dem Gott Dionysos. Dionysos ist ein wundervoller Gott, der ganz klar zeigt, wie schön es ist, gemeinsam zu feiern und etwas Tolles zu erleben. Und im gleichen Zuge ist er leider Gottes, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, jemand, der mit Wein und Alkohol in Verbindung gebracht wird. Es wird heute verherrlicht und wurde damals schon verherrlicht. Und die Frage ist, warum wird es verherrlicht? Und der Konsum hierbei hat viele, viele, viele Gründe. Und wir werden uns heute einmal die Gründe anschauen. Und im gleichen Zuge werde ich da meinen Finger drauflegen und etwas unterstreichen, was ich selbst mittlerweile schon seit so vielen Jahren, mehr als Jahrzehnt, nicht mehr mache. Und zwar den Konsum von solchen Dingen. Und in Klammern hierbei auch genauso wenig, auch ich habe noch nie Drogen probiert oder jemals geraucht. Weil es der logische Verstand, der ganz klar sagt, auch wenn man schon jung ist, wir wissen alle, obgleich wir jung oder alt sind, es ist nicht gut. Dafür müssen wir aber verstehen, warum wir es trotzdem mögen. Der Ursprung dieses Narrativs, Alkohol zu trinken und Co. ist wie folgt. Also der soziale Faktor ist eine Konvention. Wir trinken als Teil von sozialen Ritualen und feiern. Das ist sozusagen ein ganz langer Prozess. Und Rituale sind bei uns sehr stark verankert und wir brauchen sie, weil wir Sicherheit brauchen. Das ist eine unserer Urtriebe, Sicherheit. Es kommen wieder die ganzen Leute und sagen, nein, das einzig Sichere ist, dass es keine Sicherheit gibt. Ja, deswegen wollen wir auch Sicherheit. Das ist ja erübrigend daraus. Es ist natürlich auch eine Form des Gruppendrucks, ja, Peer Pressure, Wunsch dazuzugehören oder sozial akzeptiert zu werden. Die Geschichte dahinter ist, Alkoholkonsum ist in vielen Kulturen tief verwurzelt und wird oft als Teil des Erwachsenwerdens zusammengebracht. Wir sehen das zum Beispiel auch gerade bei Männlichkeitstests, ja. Wenn du mehr aushältst als ich, hast du gewonnen. Wenn ich mehr aushalte, habe ich gewonnen. Und das ist ein Zeichen von Status. Wie sehr kriegst du es hin als Körper, als Mann und wie sehr kannst du damit natürlich auch deine Stärke unter Beweis stellen. Personen, die zum Beispiel etwas größer sind und mehr Masse haben, können mehr aushalten, zum Beispiel. Ja? Und das Interessante ist, im gleichen Zuge existieren ja parallel schon andere Faktoren, die den Status ganz klar zeigen. Kompetenz zum Beispiel, Körperlichkeit über Kampfsport und so weiter und so fort. Aber Alkohol wurde da dazu auch gemacht. Interessanterweise ist, dass die Folgen diesbezüglich in dem Moment komplett ignoriert werden.
wie absolut kurzfristig gedacht, aber sie werden ignoriert. Aber es ist unter anderem auch ein Grund dafür. Ein Grund hierbei, warum wir es trinken, ist einfach, um den Status nochmal in der Männlichkeit zu unterstreichen. Entspannung und Enthemmung wird oft als Rechtfertigung genommen. Alkohol wird oft als Mittel zur Entspannung oder zur Förderung der Offenheit und Geselligkeit in Gruppen verwendet. Es wird natürlich auch über Werbung und Medien sehr stark propagiert. Als Beispiel hierbei die Darstellung von Wodka, ja. Genauso auch die Darstellung von Marlboro. Es wird mit Freiheit assoziiert, mit etwas Schönem wird es assoziiert in den Werbungen. Und es ist ein riesiger Markt dahinter, ein wirtschaftlicher Markt. Denn wenn der zusammenbricht, haben wir eine riesige Katastrophe. Da steckt ja so viel Arbeitsplatz dahinter, so Arbeitsplätze, Geld steckt da dahinter. Und natürlich ist es verfügbar. Es ist verfügbar und zugänglich. Es ist leicht, Alkohol zu kaufen. Es werden diverse Gesetze natürlich gebaut, wie beispielsweise unter 18 darfst du nicht so viel ertrinken oder diese prozentuale Zahl, weil es ja schädlich ist und so weiter und so fort. Und hierbei ist es auch wichtig zu wissen, Alkohol macht auch warm. Also als Beispiel, wenn es kälter ist, ist es sinnvoll, den Körper warm zu halten, indem man Alkohol trinkt. Aber man kommt zum Beispiel nicht auf die Idee, in dem Moment mal eine Arbeitspause zu machen und dann dementsprechend sportlich aktiv zu werden. Was ja wesentlich sinnvoller ist, weil du einmal keine Kilokalorien dazu dir nimmst, die unnötig sind, weil du brauchst nicht viel, um wirklich auf ein Kilokalorien zu kommen. Nein, in dem Moment ist Alkohol leichter. Und da sieht man auch schon die Gefahr. Ja, die Gefahr zur Kurzfristigkeit. Ich mache dir eine kleine Anekdote hierbei. Ich habe so letztlich ein Bild gesehen online auf Instagram. Da stand drauf, schwierige Dinge zu sagen, wenn man betrunken ist. Innovativ, provisorisch zum Beispiel. Das sind so zwei Worte, die sehr schwierig sind zu sagen, wenn man alkoholisiert ist. Sehr schwierige Dinge, wenn man wirklich betrunken ist, sind folgende. Spezifität, ja. Oder transsubstantiieren. Selbst in dem nüchternen Zustand sind die schwer, aber das in dem betrunkenen Zustand umso schwerer. Und jetzt kommt's. Dinge, die man auf jeden Fall nicht sagen kann, unmöglich sagen kann, wenn man betrunken ist. Nein, danke, ich bin verheiratet. Nee, für mich nicht. Ich habe keine Lust mehr. Ich will deine Titten nicht mehr sehen. Unglaublich. Also, und das sieht man auch, diese Kurzfristigkeit, diese hedonistische Aktivität wird sogar als Rechtfertigung genommen für Dinge, die man am Ende bereut. In dem Moment ist man ja sozusagen etwas erheiterter. Und was ich hierbei so unfassbar schwierig finde, ist Folgendes. Wenn du deinen Zustand der Heiterkeit durch Alkohol gut findest, gestehst du damit dir nur eine Sache ein, dass deine Nüchternheit nicht erstrebenswert ist. Das heißt, deine Realität ist nur dann in Ordnung, wenn du betrunken bist oder Alkohol getrunken hast. Selbst wenn du nur wenig trinkst, ist die Frage, warum trinkst du es? Weil die meisten mögen Alkohol nicht mal. Das erste Mal, als du Wein getrunken hast, schmeckte das scheiße. Das erste Mal, als du Bier getrunken hast, schmeckte das nicht gut. Das Einzige, was gut war, war, dass alle anderen das auch getrunken haben. Aber rein vom Geschmack her kommt kein 16-Jähriger auf die Idee und sagt, boah, schmeckt das der Hammer. Wenn du einem Kind Alkohol gibst, dann verzieht er sein Gesicht und mag das auf gar keinen Fall. Gibst es ihm 3-4 Mal, mag er es immer noch nicht. Aber was er in dem Fall mag, dieses Kind in dem Moment und auch du, ist, dass in dem Moment Stoffe ausgesondert werden in deinem Körper und deinem Geist, die, Achtung, abhängig machen unter anderem. Das sind ganz, ganz schwierige Situationen. Wir flüchten vor der Realität in dem Moment, wenn wir es toll finden. Wir flüchten. Und es macht in dem Moment sogar Lust auf mehr. Wenn wir auch heiter werden, werden wir sogar bestätigt von anderen Leuten. Und dieser Konsum führt uns da dazu, dass wir jedes Wochenende gerne das tun. Wir fiebern darauf hin und genießen die ganze Woche nicht. Und ich glaube, es ist nicht der Alkoholkonsum selbst, den ich hierbei angreife. Es ist eher, dass wir nicht mal in der Lage sind, unter der Woche die Woche so toll zu finden, dass wir das Wochenende als Luxus empfinden. Nein, wir sehen die Woche, in der wir arbeiten, eher als notwendiges Übel,
Und das Einzige, was uns heilen kann, ist am Wochenende feiern zu gehen und nicht tanzen zu gehen, nüchtern. Und sich zu bewegen und dann dementsprechend sogar abzunehmen, sich wohler zu fühlen, weil man etwas sportlich aktiv gewesen ist. Nein, man geht auch nicht dahin, weil man eine tolle Gruppe hat. Man kann die tolle Gruppe nur haben und die schönen Situationen nur haben, wenn man Alkohol getrunken hat. Und das empfinde ich als absolut erbärmlich. Wenn man dein Steak, das schöne Essen, nur dann genießt, wenn man etwas dazu bekommt, wie beispielsweise, ich gehe nach dem Essen eine rauchen und nur dann, wenn ich eine geraucht gewesen bin, den Konsum gehabt habe, nur dann ist es ein guter Abend. Weil wenn ich verzichte drauf, dann fühlt sich das alles doof an. Und das nennt sich Abhängigkeit. Und diese Abhängigkeit, die darf man sich einmal zugestehen, dass es der Fall ist. Es ist ja auch unter anderem etwas Schädliches, wenn man zum Beispiel sagt, ich trinke heute Abend und ich weiß, wenn ich trinke, ich weiß, wenn ich konsumiere, ob jetzt in dem Fall Trinken Alkohol oder Konsum von Drogen oder Konsum von Nikotin, also in dem Fall Zigaretten, dass ich am nächsten Tag ein bisschen schlechter sein werde. In Performance, in Gedankengüter, kognitiv ist man sowieso scheiße drauf. Man ist nicht mehr heiter, also man erspart sich damit nicht etwas, sondern man dezimiert damit sogar seine Heiterkeit am nächsten Tag. Das heißt, man opfert seine Heiterkeit des nächsten Tages für eine mehrfache Zeit an Stunden, für diese eine, zwei, drei Stunden, die man hat an dem Abend vorher. Und das rechtfertigt man, indem man sagt, ich trinke ja nicht so oft. Diese Äußerungen sind absolut für Kinder, die kurzfristig denken. Und selbst Kinder würden Alkohol nicht gerne in dem Moment trinken. Das heißt, in welchem Bereich reden wir dann? Also was ist da jetzt sozusagen der Sinn des Ganzen? Und dann heißt es dann, ja, ein guter Wein, der passt zu dem Essen hervorragend. Viel Spaß damit. Absolut. Aber gegen Ende wissen wir, und das ist das Krasse daran, rein von der Forschung heraus, es ist neurodegenerativ. Wir verlieren damit Bereiche unseres Gehirns. Wir haben einen Verlust, der kognitiver Natur ist. Und trotzdem machen wir das. Der Alkoholkonsum kann zu neurodegenerativen Veränderungen im Gehirn führen. Selbst bei, Achtung, geringen Mengen. Und wenn du mir sagst, ja, ich trinke ja nur einmal pro Tag, das ist doch gesund. Einmal pro Tag einen Wein trinken. Nein, das ist abhängig. Das heißt, anstatt dich woanders zu konzentrieren auf deine Gesundheit, auf deine Ernährung zum Beispiel oder auf sportliche Aktivität, hockst du abends dran, weil dir Hollywood das erzählt hat und trinkst eine Runde Alkohol. Und rechtfertigst das, indem du sagst, das ist doch gesund. Echt jetzt? Wahnsinn. Das ist so leicht gedacht. Das sind einfältige Gedanken, die in sich hineinfallen. Wenn man sich Gedanken macht, da sagt man nicht, oh, das schmeckt gut. Dein leichter rosa Schimmer im Gesicht, weil du etwas getrunken hast, weil dir warm geworden ist. Geh Sport machen. Das ist viel sinnvoller. Und das ist das Krasse in dem Fall am Alkoholkonsum. Dass, wenn du zum Beispiel mit jemandem unterwegs bist und du bist der Fahrer oder die Fahrerin, dass trotzdem die Frage dann kommen wird, willst du noch nicht noch ein bisschen was trinken? Ist okay, bis später, wenn wir in ein, zwei Stunden dann bist du ausgenüchtert. Echt jetzt? Und dabei geht es ja gar nicht ums Autofahren. Stell dir mal vor, du willst gar nichts trinken. Weißt du, wie oft ich im Club angesprochen werde und belächelt werde, beschämt werde, wenn ich einen Alkohol trinke und währenddessen sogar mehr Spaß habe als alle anderen, die Alkohol trinken. Und das Einzige, warum sie dann sagen, komm, trink doch was und nicht nachgeben, ist, weil sie selbst wissen, dass ihre Entscheidung in dem Moment einfach degenerativ ist. Weil sie sich dafür schämen. Sie schämen sich dafür. Und deswegen machen sie das. Das ist der einzige Grund. Und der übermäßige Alkoholkonsum kann zu Gesundheitsproblemen führen. Das heißt, in dem Moment, wenn du es sogar erwähnst und am nächsten Tag sagst, boah, ich habe auch so gekotzt, boah, das war so cool und es auch sogar verherrlichst. Stell dir mal vor, ich würde es aufnehmen und währenddessen deine Mutter vorspielen. Würdest du deiner eigenen Mutter empfehlen, jedes Wochenende saufen zu gehen? Würdest du ihr empfehlen, jeden Tag was zu trinken? Keiner würde es seiner eigenen Mutter empfehlen. Niemand. Nur wegen einem Grund, wenn du weißt, dass die Realität so schlecht ist, dass sie davor flüchten muss, dann würdest du es tun. Weil wir in dem Moment nicht stark genug sind, mit ihr das Problem zu lösen, was sie eigentlich hat. Und wenn du bei deinen Kindern und deinen Eltern
nicht Alkohol empfehlen würdest, trink jetzt, es tut dir gut, dann weißt du doch, dass das, was da passiert, einfach nicht in Ordnung ist. Auch nicht für dich. Aber für dich machst du auch eine Ausnahme, nicht wahr? Wir wissen, dass geringe und moderate Mengen von Alkohol bereits schädlich sein können. Und Alkoholkonsum bei jungen Menschen ist besonders schädlich. Und sie tun das, um vor der Realität zu flüchten. Das ist der einzige Grund, der wahre Grund. Und es wird durch ein Narrativ unterstützt gesellschaftlich. Anstatt in den Momenten, wenn du dich betrinken würdest, Spaß hast mit deinen Freunden, etwas unternimmst, Erfahrungen sammelst, die wundervoll sind, weil es gibt keine Alkoholerfahrung, die wundervoll ist, die man nicht ohne Alkohol hätte machen können. Gibt es nicht. Alles, was du tun könntest, wäre möglich. Auch ohne Alkohol. Alles. Nicht alles wäre sinnvoll, klar. Aber wenn du heiter sein möchtest und offen, dann üb das. Weil das wird belohnt, und zwar nachhaltig. Und deine Mitmenschen finden dich sogar gegen Ende interessanter. Jede Frau, mit der ich mich getroffen habe, in einem Date, die mitbekommen hat, dass ich keinen Alkohol trinke, keine Drogen nehme und nicht rauche, hat sich sofort in meiner Gegenwart sicherer gefühlt. Sie fand es toll, dass ich so diszipliniert bin. Das finden Männer bei Frauen genauso toll. Aber Männer, die gerne Alkohol trinken, finden es nicht so toll. Die Frage ist, warum? Komisch. Weil es natürlich auch die Heiterkeit und Offenheit verspricht in dem Moment. Und logischerweise, wir alle wissen, es bedarf Mut, Dinge zu tun, die anstrengend sind. Und es bedarf Mut, etwas durchzuziehen, was anstrengend ist. Deswegen mögen wir Sixpacks. Deswegen mögen wir Kompetenz. Deswegen mögen wir es, ins Studium zu gehen, weil es einfach anstrengender ist. Weil wenn etwas anstrengend ist, ist es oftmals auch bedeutender. Oftmals, nicht immer. Wir wissen, dass es gegen Ende gastrointernale Probleme erzeugt. Wir wissen das. Und dein Immunsystem dadurch geschwächt wird. Dein Gehirn angegriffen wird. Und die einzige Rechtfertigung ist in dem Moment zu sagen, ja, aber manchmal tut es einfach gut. Oder manchmal ist es einfach in Ordnung, mal einzuheben. Ich mache das ja sonst niemals. Stell dir mal vor, am Wochenende, du läufst durch die Stadt durch, dir geht's gut, du bist heiter, du bist etwas angeschwipst, gehst zum Bahnhof und da liegt deine Schwester, betrunken, vollgereiert. Ist das toll? Nee, ist es nicht. Stell dir vor, sie ist im Normalzustand sehr diszipliniert und ihr geht's generell immer gut. Sie ist leicht alkoholisiert, trifft in ihrer Ehe eine falsche Entscheidung und geht in dem Moment vielleicht fremd. Vielleicht geht sie nicht ins Bett mit jemandem, aber sie lässt jemanden näher treten, weil sie so heiter und offen ist. Würdest du dann zuschauen und sagen, trink weiter, hab deinen Spaß? Würdest du das tun? Nein, würdest du nicht. Der Alkoholkonsum lässt nicht einen Teil von uns rauskommen, der die Wahrheit ist. Drehen wir mal den Spieß um. Ohne Alkoholkonsum siehst du, was dir vielleicht Angst machen könnte, was nicht vielleicht richtig wäre. Und kannst damit arbeiten und dir sagen, wenn ich doch fremdgehen möchte, will ich das dann wirklich auf den Gott des Konsumes richten und sagen, deswegen habe ich es getan. Ich habe mich endlich befreit. Wie erbärmlich ist das denn bitte? Nimm Verantwortung an in dem Moment. Und sag ganz klar zu deinem Partner, ganz ehrlich, ich würde gerne mal mit jemand anderem was haben. Das ist die Wahrheit. Das ist nüchtern. Das ist ehrlich. Und mit dem kannst du arbeiten. Aber du schiebst es gerne auf etwas anderes drauf. Oh, sorry. Nur dann kann ich ich selbst sein. Echt jetzt? Echt? Nur dann kannst du selbst sein? Unglaublich. Wer den Zustand der Heiterkeit durch Alkohol gut findet, gesteht sich damit ein, dass die Nüchternheit nicht erstrebenswert ist. Dieses Zugeständnis zeigt, wie die kurzfristige Befriedigung für viele ein wichtigeres ist, als in der Disziplin die Erfüllung zu erhalten, um damit ein erfüllteres Leben zu haben, nachhaltig. Einen dauerhaften, nüchternen Zustand, der glücklich macht. Ich habe den Alkohol nie nötig gehabt, weder als Getränk noch als geistige Krücke. Ich verachte den Trinker. Nietzsche. Und das ist so wahr.
Das ist so wahr. Der Alkoholkonsum oder Alkoholismus ist vielleicht keine notwendige Folge der Unmäßigkeit, aber er ist eine fast regelmäßige. Auch Nietzsche. Es ist eine Form der Selbsttäuschung, wohlgemerkt. Es ist eine Form des Wahnsinns, wie Dionysos es in dem Fall auch schon dem einen oder anderen angetan hat. Pass auf, was du in dein Leben lässt, was dich konsumiert und nicht du es konsumierst. Ist es Nikotin, ist es Rauchen, ist es der Konsum von Alkohol oder Drogen? Wenn du es nötig hast, dann sieht es sehr schlecht aus, weil deine Nüchternheit noch verändert werden muss. Gestehst dir ein und sei diszipliniert. Fang an, dich richtig zu ernähren. Fang an, dein Leben in die Hand zu nehmen. Fang an, etwas zu verändern. Und greif nicht auf Dinge zurück, bei denen du weißt, es ist nicht gut für dich und für deine Gesundheit. Wir brauchen deinen klaren Verstand. Wir brauchen auch deine Heiterkeiten, die darfst du üben, wie eine Sprache. Und es geht. Dein Gehirn ist neuroplastisch. Du kannst etwas ändern. Egal wie neurotisch dein Geist ist. Und es ist eine Verpflichtung, nicht nur dir selbst gegenüber, sondern auch all den Menschen, die um dich herum sind, die da zugreifen. Und du musst sie nicht angreifen. Zumindest solltest du wissen, dass der Abgrund recht nah ist in der Hinsicht. Auch in den kleinen Dingen. Denn der Teufel liegt im Detail. Lässt du ein Detail einfach durchswitchen, wird ganz plötzlich aus einem Detail viele Details. Der Teufel lauert überall, wie die Schlangen auch. Viel Spaß beim Umsetzen. Und achte auf dich, weil deine Gesundheit ist extrem viel wert. Vor allem auch in dem Moment, wenn du klar reden möchtest. Wenn du andere Leute beseelen möchtest mit deiner Heiterkeit. Eine Heiterkeit, die aus reinem Herzen kommt, ist mehr wert, als wenn sie einfach nur durch den Konsum entstanden ist.